Die Geschäftsstelle Rheindahlen ist der Sitz der neuen Vermittlungsgesellschaft MG Grund. Geschäftsführer ist Steffen Schmidt. Der Banker und Immobilienexperte hat sich viel vorgenommen. Das Ziel der Immobilien GmbH ist klar definiert: Marktführer werden. Das geht nur, wenn Steffen Schmidt intensiv die Immobilienentwicklung beobachtet und seine Möglichkeiten sondiert. Das bedeutet viel Recherche, vor allem einen engen Kontakt zu möglichen Kunden. Mönchengladbach hat viel Potenzial, meint Steffen Schmidt. Er hat 7 Kollegen. Wir haben Mönchengladbach aufgeteilt in bestimmte Gebiete und jedes Gebiet bekommt einen Gebietsleiter, der nur für dieses Gebiet zuständig ist. Und das hat natürlich den Vorteil, dass die Gebietsleiter absolute Spezialisten sind in diesem Marktsegment, in ihrem einzelnen Gebiet. Und es weicht in Mönchengladbach stellenweise sehr stark davon ab, welcher Kaufpreis zu erzielen ist. Manchmal auf welcher Straßenseite das Objekt gelegen ist oder 100 Meter rauf oder 100 Meter die Straße runter. Und da muss man schon ganz genau am Markt sein und ganz genau die Marktsituation kennen, um da richtig einzuschätzen. Das Team um den Immobilienvermittler fühlt sich gut gerüstet. Intensive Gespräche, kurze Entscheidungswege. Besprechungen finden zur Not auch schon mal auf dem Flur statt. Mönchengladbach ist sehr gefragt im Moment, also auch als Ausweichstadt zu Düsseldorf oder die großen Ballungszentren. Da ist Mönchengladbach in den letzten Jahren sehr stark im Kommen. Und der Markt gibt auf jeden Fall Potenzial her, dass wir hier die Marktführerschaft in wenigen Jahren erreichen können. Mönchengladbach, die Stadt im Grünen und immer auf Wachstumskurs. Steffen Schmidt meint, für Häuslebauer eine lebens- und liebenswerte Umgebung. Klassischerweise gibt es natürlich die sehr, sehr schönen Wohngebiete rund um den Schmöllerpark in Reit oder im Bunten Garten in Mönchengladbach. Aber es gibt noch sehr, sehr viele andere schöne Ecken in Mönchengladbach, wo man sehr schön und sehr beschaulich und sehr ruhig wohnen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch durch die innerstädtischen Bereiche Potenzial für Interessenten, die es lieber zentral mögen, die wirklich das Innenstadtflair genießen möchten. Da gibt es auch in Mönchengladbach sehr schöne Eigentumswohnungen und auch schöne Neubauten, die man dann da erwerben kann. Ein Haus kaufen oder eine Wohnung erwerben, macht das Sinn? Im Augenblick lohnt sich ein Blick auf die Finanzierung auf jeden Fall, meint Steffen Schmidt von MG Grund. Wenn man sich das derzeitige Zinsniveau anschaut, dann ist die Entscheidung natürlich eine einfache, in Immobilien zu investieren als langfristige und solide Kapitalanlage, die auch wirklich gewinnträchtiger ist. Wertsteigerungen mal ganz rausgelassen, die sich über die Jahre einstellen. Da ist eine Immobilie schon im Moment eine attraktive Investitionsform. Die Stimmung am Markt ist also positiv, bei MG Grund sowieso.